So, und jetzt hatte ich ja die ganze Zeit immer wieder zwischendurch schon gesagt, wir machen das, weil das einfacher ist und weil man das leichter sieht, wie hier zum Beispiel mit den nicht-deterministischen Automaten. Die Sache hat aber natürlich den Haken, dass wir jetzt ja quasi die Klasse der Automaten, die wir ursprünglich betrachtet haben, verlassen haben. Also das Lemma 1.2, wenn Sie das ganz genau lesen, besagte, wenn ich deterministische Automaten für L1 und L2 habe, kann ich auch einen deterministischen Automaten für L1 vereinigt L2 bauen, zum Beispiel. Das Lemma, was wir eben gerade bewiesen haben, besagt, wenn ich deterministische Automaten für L1 und L2 habe, kann ich einen nicht-deterministischen für L1 Kulla L2 bauen. Wenn wir es schaffen, irgendeinen nicht-deterministischen Automaten zu nehmen und den in einen deterministischen umzuwandeln, der dieselbe Sprache akzeptiert, dann sind wir wirklich komplett fertig. Dann könnten wir das in einem zweistufigen Prozess machen. Wir könnten erst das hier machen und danach machen wir aus diesem Automaten einen deterministischen, wenn wir dafür einen Algorithmus haben. Und das ist genau das, was Lemma 1.4 besagt. Lemma 1.4 besagt, immer wenn Sie einen nicht-deterministischen endlichen Automaten haben, können Sie einen deterministischen Automaten bauen, der genau dieselbe Sprache akzeptiert. Das müssen wir uns jetzt natürlich angucken, wie man sowas machen könnte. Und dafür sollten wir uns vielleicht mal einen möglichst simplen nicht-deterministischen Automaten als Beispiel hinmalen, um zu überlegen, wie das denn funktionieren soll. Ich will mal versuchen, Ihnen eine Idee zu geben, wie man sich diese Konstruktion relativ simpel vorstellen kann. Und zwar stellen Sie sich vor, wir hätten farbige Murmeln. Ich nehme mal eine Farbe, die ich noch nicht benutzt habe, sagen wir mal grün. Wir hätten farbige Murmeln und markieren mit diesen Murmeln immer, wo im Automaten wir gerade sind. Ja? Am Anfang sind wir im Startzustand. Dann gibt es eine Murmel, die markiert, dass wir hier jetzt in diesem Startzustand sind. Falls wir einen nicht-deterministischen Automaten hätten, der mehrere Startzustände hätte, hätte ich jetzt auf jeden Startzustand eine Murmel gelegt. Okay? Jetzt soll als nächstes ein A kommen. Was machen wir jetzt? Wir nehmen die Murmel an der Stelle weg, wo wir sind, nachdem wir aber zunächst uns überlegt haben, wo können wir mit dem A überall hinkommen. Mit einem A können wir, weil das ein nicht deterministischer Automat ist, hier hinkommen oder hier hinkommen. Also, was machen wir? Wir nehmen die Murmel hier weg und machen stattdessen hier eine Murmel hin und hier auch. Okay? Und jetzt geht es genauso weiter. Jetzt können wir sagen, jetzt kommt noch ein A. Und jetzt überlegen wir, was passieren kann. Wir müssen also jetzt für jede von den Murmeln, jede von den Murmeln verfolgt sozusagen einen der alternativen Wege des Automaten durch die Zustandsmenge durch. Jetzt müssen wir für jeden von den grünen Punkten überlegen, was würde bei einem A passieren. Bei diesem Punkt würden wir mit dem A dahin kommen. Bei diesem Punkt würden wir mit dem A dahin kommen. Was machen wir also? Wir nehmen die beiden Murmeln weg und legen sie auf die beiden neuen Stellen, nämlich da und dahin. Was wir jetzt markiert haben, ist, dass wir, nachdem wir erst ein A und dann noch ein A konsumiert haben, entweder hier oder hier sind. Ja? Und jetzt können wir uns noch überlegen, weil wir jetzt ja wieder an einer Stelle sind, wo wir nicht Determinismus haben, was als letztes vielleicht noch passieren würde, wenn jetzt als dritter Buchstabe ein B käme. Von hier aus, von dem Zustand S5, ist eindeutig, was mit dem B passiert. Wir bleiben in S5. Wenn wir hier sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir gehen zu S2 oder zu S5. Das heißt, im Prinzip müssten wir jetzt drei Murmeln hier hinlegen. Allerdings landen zwei von den Murmeln auf der S5. Also können wir das genauso gut lassen. Ja? Das war jetzt aber nicht so ein gutes Beispiel. Ich wollte eigentlich nochmal verzweigen. Mal gucken, was passiert, wenn hier jetzt ein A kommt. Also jetzt kommt noch ein A dahinter, dann bleiben wir komplett auf S5. Ja, das kommt davon, wenn man schlecht vorbereitete Beispiele nimmt. Aber ich hoffe, Sie haben jetzt hier auch schon gesehen, was die Idee an der ganzen Sache ist. Also ich habe im Prinzip einen unbegrenzten Vorrat an Murmeln zur Verfügung. Und immer wenn ich verzweige, muss ich eventuell damit rechnen, noch eine weitere Murmel hinzuzupacken. Und ich erkenne immer an der Verteilung der Murmeln in dem Automaten, wo ich gerade bin. Und das bedeutet natürlich, dass
ich als nicht deterministischer endlicher Automat sowas wie eine gespaltene Persönlichkeit bin und an mehreren Punkten gleichzeitig bin. Und darüber passen die Murmeln für mich auf. Ja? Das, was ich eben mit den Murmeln gemacht habe, schreibe ich jetzt nochmal anders hin. Wir hatten, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, als Folge von Buchstaben A, A, B genommen. Kommt das hin? Ja? Und wir sind, am Anfang haben wir nur eine Murmel auf S1 liegen gehabt. Dann kam der Buchstabe A. Und danach hatten wir eine Murmel auf S2 liegen und eine Murmel auf S3 liegen. Dann kam noch ein A. Dann sind wir von dem S2 zu S5 gewandert. Und von dem S3 sind wir mit dem A zu S2 gewandert. Und dann kam ein B und dann haben wir gesagt, wir wandern von dem S5 zu S5, das bleibt so. Und von S2 gibt es die Möglichkeit S2 oder S5. Okay? So haben wir uns das vorgestellt. Und wenn Sie jetzt mal genau hingucken, dann werden Sie zwei Dinge beobachten können hier. Das eine ist, hier an der Stelle, wo ich S5, S2 geschrieben habe. Ja, da könnten Sie sagen, wenn Sie das ordentlich aufschreiben wollen, um das ein bisschen schicker zu haben, wäre es nicht besser, man würde das als S2, S5 schreiben. Das macht natürlich keinen Unterschied. Wenn es mir nur darum geht, wo die Murmeln gerade liegen, ist es egal, ob ich S5, S2 schreibe oder S2, S5. Hier an der Stelle sagen Sie natürlich zu Recht, dass wir legen da nicht wirklich drei Murmeln hin, sondern die hier können wir auch streichen, weil die, das würde ja nur bedeuten, dass wir zwei Murmeln auf die S5 rauflegen. Also wenn wir das sozusagen nochmal schön ordentlich aufschreiben, dann steht hier S1, hier steht S2, S3, hier steht S2, S5 und hier steht S2, S5. Welcher mathematische Formalismus steht dahinter, den ich hier benutzt habe, um diese Murmelidee hinzuschreiben? Also woran erinnert Sie das? Erstens, es kommt nicht auf die Reihenfolge an. Und zweitens, Dinge, die doppelt sind, kann ich genauso gut auch wegstreichen. Das sollten Sie kennen. Das sind Mengen, genau. Eigentlich brauche ich jetzt hier nur drum zu schreiben, Mengenklammern. Und dann weiß ich eigentlich, wie mein neuer Automat aussehen muss. Ich muss nämlich als Menge von neuen Zuständen einfach alle Mengen nehmen, die ich aus alten Zuständen bilden kann. Und dann können wir uns überlegen, wie der neue Automat von den Pfeilen her aussehen muss. Dann muss ich mal sehen, ob ich das alles noch hier irgendwie reinwürgen kann. Also ich muss das jetzt hier wegradieren. Jetzt kommt die Sache in Haken und da werden Sie auch gleich sehen, was das für den Aufwand bedeutet. Ich habe hier insgesamt 5 Zustände und ich müsste jetzt, wir werden gleich sehen, wie das an diesem Beispiel funktioniert, im Prinzip jede Teilmenge, jede Menge von Zuständen aufschreiben. Also zum Beispiel die Menge Singleton 1, die nur aus dem Zustand S2 besteht. Oder die Menge S1, S2, S5, die aus den drei Zuständen S1, S2, S5 besteht. Oder die Menge aller 5 Zustände. Oder. Wie viel von solchen Mengen gibt es denn? 2 hoch 5, genau. Es gibt, wenn Sie eine Menge mit n Elementen haben, dann hat die 2 hoch n verschiedene Teilmengen. Wissen Sie eigentlich aus dem ersten Semester. Eine einzige von diesen Mengen betrachten wir nicht, nämlich die leere Menge. Das macht aber im Endeffekt keinen großen Unterschied. Schon bei 5 Zuständen hätten wir es jetzt mit 31 Teilmengen zu tun. Das heißt, der Automat, den wir bauen wollen, der deterministische Automat, der diesen hier ersetzen soll, müsste 31 Zustände haben, theoretisch. Wir werden sehen, dass wir die nicht alle brauchen, aber zumindest müssten wir davon ausgehen. Ich will Ihnen mal zeigen, wie man da zumindest anfängt. Man müsste jetzt anfangen und sagen, okay, ich male einen Kreis für Singleton S1. So würde das aussehen. Also in den Zuständen stehen jetzt immer Mengen drin. Damit ich nicht so viel schreiben muss, lasse ich die Mengenklammern mal weg. Also ich schreibe das nicht so, sondern ich schreibe einfach Kreis S1. Damit ist gemeint die Menge mit dem einen Element S1. Dann muss ich natürlich das hier auch machen,
S2, S3, S4, S5. Das ist alles, was wir schon haben. Jetzt geht's aber los. Ich muss dann auch zum Beispiel alle Zustände hinmalen, in denen zwei Mengen drin sind. S1, S2, S1, S3, S1, S4. Dann wird irgendwann da eine Menge auftauchen, da steht drin S1, S2, S4, S5, naja und so weiter. Sie sehen, insgesamt brauche ich hier, hatte ich ja eben gesagt, 31 solche Kreise. Ich werde die jetzt nicht alle hinmalen. Ich würde lieber mit Ihnen zusammen überlegen, wie ich denn jetzt die Pfeile zwischen diesen Kreisen male. Wenn ich in S1 bin und ein A kommt, dann habe ich danach die Murmeln gelegt auf S2 und S3. Also was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, war, von dieser Menge komme ich durch ein A zu dieser Menge. Ich hatte vorher eine Murmel auf der S1, danach habe ich, wenn ich ein A lese, zwei Murmeln, eine auf der S2 und eine auf der S3. Das bedeutet in unserem neuen Automaten, von S1 muss ein Pfeil gehen zu dem Zustand, der diese Menge hier beschreibt. Die habe ich jetzt hier noch gar nicht, also male ich mir dann noch einen Kreis für hin. Das ist S2, S3. Also von S1 wird ein Pfeil mit einem A hier hingehen. Okay? Was passiert, wenn S1, wenn ich in S1 bin und ein B kommt? Das ist einfach. Dann habe ich keine Wahlmöglichkeit. Also geht es von S1, von der Menge, die nur das Element S1 hat, zu der Menge, die nur das Element S4 hat. Also nach hier mit dem B. Und hier würde es auch so weitergehen, von S4 aus habe ich auch nur eine Wahlmöglichkeit, da würde ich also zum Beispiel zu S5 kommen mit einem B, das wäre ein weiterer Fall, den ich einzeichnen müsste. Das ist nicht so interessant. Lieber mal die Frage, was passiert denn hier, wenn ich bei S2, S3 bin und jetzt kommt zum Beispiel ein B, wo komme ich denn dann hin? Das haben wir ja eben alles schon mal durchgespielt, ja? Dann komme ich zu S2, S5. Habe ich auch noch nicht, muss ich auch noch einen weiteren Kreis für hinmalen. Dann komme ich zu S2, S5. Also mit einem B komme ich hier hin. Was passiert, wenn ich in dem Zustand S2, S3 bin und es kommt ein A? Ja? Also wenn ich hier in S2 bin, komme ich mit dem A zu S5 und wenn ich in S3 bin, komme ich zu S... Achso, nee, ja. War das denn eben richtig, dass man... S2, S3 waren Sie gerade nicht, S2, S5. Also S2, S3... Und von da aus wollen Sie weiter. Ja, aber ich muss noch mal gucken, war das denn überhaupt richtig? Da kommen wir zu... S2, S3. Ja, und mit dem A auch, ne? S2 mit dem A hier hin und S3 mit dem A hier hin. Kommen wir auch wieder zu S2, S5. Also können wir hier A, B hinschreiben. Vielleicht machen wir das nochmal weiter von hier aus, damit wir sehen, wie dieser Automat nach und nach gebaut werden müsste. S2, S5. Das heißt, wir sind hier und hier. Und wir haben ein A, was wir jetzt lesen. Dann würden wir mit dem A von S2 zu S5 kommen und mit dem Ding hier bleiben. Das heißt, von hier aus würden wir mit einem A hier hinkommen. Ja? Da würde also die Anzahl der Zustände wieder von 2 auf 1 reduziert werden. Und überlegen wir uns nochmal, was mit dem B passiert. Mit dem B bleiben wir bei S2 oder dürfen zu S5 gehen. Oder wir sind schon hier und bleiben bei S5. Also würden wir mit dem B hier bleiben. Natürlich mache ich jetzt nicht weiter. Aber ich glaube, Ihnen ist klar, wie ich diesen Automaten vervollständigen müsste. Ich male jetzt nach und nach immer diese Pfeile hin. Teilweise werden die Mengen größer werden. Das ist an den Stellen, wo der Baum sich aufspaltet. Teilweise werden die Mengen kleiner werden, wie in diesem Fall, wo aus zwei Murmeln eine Murmel wird. Was logisch ist, ist erstens, dass es irgendwann Schluss ist, weil ich ja nur immer irgendwelche Teilmengen treffen kann. Von denen gibt es nur 31. Irgendwann habe ich mein Diagramm fertig gemalt. Und was auch logisch ist, glaube ich, nach der Art, wie ich das gebaut habe, dass das, was rauskommt, ein deterministischer Automat ist. Ja? Das ist der Unterschied zu vorher. Was ich mir jetzt noch überlegen muss, sind zwei Dinge. Wo mache ich meine Pfeile hin für die Startzustände und wo mache ich meine Pfeile hin für die akzeptierenden Zustände, um das Ding wirklich fertig zu bekommen. Fangen wir mal mit dem Startzustand an.
In der alten Maschine war S1 ein Startzustand. Was ist denn in der neuen Maschine ein Startzustand? S1. Auch wieder einfach S1. Da ändert sich gar nichts. Ich nehme die gleichen Startzustände wie vorher. Nur, dass hier in Gedanken jetzt ja Mengenklammern drumherum stehen. Und was ist mit akzeptierenden Zuständen? Ja? Überall, wo S5 drin vorkommt. Genau. Überall, wo S5 drin vorkommt. Wir haben jetzt mehr akzeptierende Zustände als vorher, weil ja jeder Weg, der irgendwann bei S5 landet, okay ist. Und dieses hier zum Beispiel bedeutet ja, es waren insgesamt zwei Wege. Einer ist bei S2 gelandet, einer bei S5. Das heißt, einer von beiden ist bei S5 gelandet. Also muss das hier jetzt zum Beispiel ein akzeptierender Zustand werden. Der auch. Und der hier auch, weil da auch S5 dabei ist. Hier. Und eine ganze Reihe von anderen Zuständen auch noch, die ich noch nicht hingemalt habe. Ja. Ich hoffe, Sie sehen, ich wiederhole nochmal, dass dieser Zustand tatsächlich das tut, dass dieser Automat tatsächlich das tut, was wir wollen. Der akzeptiert die Sprache, die dieser nicht deterministische Automat akzeptiert, macht es aber deterministisch. Und was Sie hoffentlich auch sehen, ist, dass dieser Automat viel aufwendiger ist. Der braucht viel mehr Zustände. Wenn Sie das in Rechenzeit übersetzen, dann muss der viel mehr ackern hier. Das wird eine Sache sein, die uns später nochmal beschäftigen wird. Für uns reicht es erstmal zu wissen, das ist die Aussage von Lemma 1.4, man kann so ein Ding bauen. Gleich. Wir machen uns erstmal noch keine Gedanken darüber, wie viel Aufwand das bedeutet. Was war Ihre Frage? Wie ist es mit den Startzuständen? Das ist ja nicht mehrere Startzustände. Haben. Dann haben Sie hier auch einfach mehrere Startzustände. Ne? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Ach nee, gut, dass Sie das sagen. Wir wollen ja, das war natürlich Quatsch, was ich eben gesagt habe, wir wollen ja einen deterministischen Automaten haben. Sehr gut, gut, dass Sie gefragt haben. Ja, aber dann gebe ich die Frage gleich zurück. Was, wenn wir zum Beispiel zwei Startzustände hätten? Machen wir es doch, also dieses ist jetzt fertig und jetzt machen wir die Aufgabe, ändern wir dadurch, dass wir sagen, wir haben in dem Automaten hier zwei Startzustände gehabt, nämlich zum Beispiel den, und den hier. Da muss ich natürlich das hier wegradieren. Und was ist jetzt in dem neuen Automat mein Startzustand? Denken Sie dran, was ich gesagt hatte mit den Murmeln. Wie würden wir, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, wir legen am Anfang eine Murmel auf S1. Und dann habe ich gesagt, wenn wir mehrere Startzustände hätten, würden wir, Herr Klotz? S1, S2. Genau. Dann würden wir ja gleich am Anfang schon mehrere Murmeln verteilen, nämlich auf alle Zustände, die als Startzustände erlaubt sind. Also wenn es so wäre wie hier, wenn ich hier zwei grüne Pfeile hätte, dann wäre das hier mein neuer Startzustand. Okay. Es gibt auf jeden Fall nur einen, nämlich die Menge aller Startzustände. Ne? Okay? Aber gut, dass Sie nochmal nachgefragt haben, das hätte ich vergessen, das zu sagen.